Ach, ist das ein feierlicher Moment. Ich fasse es nicht. Los geht's. Kommt mit. Kommt mit auf die andere Seite. Guckt nicht runter. Hallo in die Runde. Willkommen beim Zockbock und einer weiteren entspannten Runde Try Primitive Builder. Wie ihr beim letzten Schauen der Folge gesehen habt, sind wir fertig geworden mit der Brücke. Das heißt, heute geht's los. Exploration ins neue Gebiet. Ich bin super gespannt. Vorher müssen wir natürlich bei unserem Freund George, hier dem Ältesten, vorbeischauen und gucken, was er uns zu erzählen hat. Und dann bereiten wir uns vor, schlafen, holen noch ein bisschen Essen ran, kümmern uns ums Dorf, dass das läuft. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber und gucken mal, was uns dort erwartet. Jetzt aber mal dem George hinterher und gucken, dass wir mal sehen, was er erzählt. Ist die Brücke fertig? Ja, ist sie. Fantastisch. Endlich kann unser Stamm wachsen. Aber du solltest zuerst eine Handelsroute erstellen. Die Götter haben die andere Seite der Insel nicht mit genügend Wasser gesegnet. Okay. Wie meinst du das? Die Dürre da draußen dauert ewig. Das Angeln dort kannst du vergessen. Nimm ein paar Speere mit und bereite dich auf die Jagd vor. Oh, endlich. Ein anderes Problem könnte der Mangel an grüner Vegetation sein. Du musst sie mit Ranken und großen Blättern aus diesem Land über die Handelsroute versorgen. Okay. Ich find's mega, dass es jetzt immer mehr ins Management reingeht. Ist irgendwie ein total genialer Mix. Survival, Management, du hast irgendwie noch Exploration dabei. Ist super cool. Kann ich sie nicht einfach mitnehmen? Wirst du müssen. Das Ödland hat nicht genug Ressourcen, um einen Markt zu errichten. Erst wenn du einen gebaut hast, werden sie unsere Waren per Handel erhalten können. Okay. Also muss ich hier mehr Ressourcen sammeln. Ja, du musst zusehen, dass die Sammler genug Blätter und Ranken sammeln und dass sie derselben Lagerhütte zugeteilt sind, wie der Koch und die Messermacher. Toll. Denk daran, dass viele Regenzeiten vergangen sind, seit wir andere Stämme das letzte Mal getroffen haben. Du siehst, wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Es ist das Beste, wenn du wachsam bleibst. Oh, na, das wird interessant. Gut. Marktplatz. Mit Hilfe von Märkten könnt ihr untereinander Ressourcen über große Distanzen verschicken. Ressourcen werden aus den Lagerhütten geholt, denen ein Markt zugeteilt ist. Okay. Einen Marktplatz bauen. Dann bleiben wir wohl doch noch einen kleinen Moment hier. Marktplatz. Können wir gleich mal gucken, was wir dafür brauchen. Okay, den können wir jetzt noch nicht mal ansetzen. Wobei ich glaube, dass unsere Holzfäller natürlich in der Zeit fleißig waren, als wir weg waren. Bambus haben wir auf jeden Fall. Dann können wir hier mal Holz auswählen. Wie sieht es mit der Nahrung? Sieht es eigentlich gut aus? Das ist natürlich weniger geworden, aber das passt. Blätter läuft. Messer laufen natürlich jetzt gerade nicht mehr. Wir stellen mal auf Speere um, aber es wird auch nicht funktionieren, weil natürlich unsere Sammler gerade Blätter ranholen. Ich habe natürlich Interesse daran, jetzt ein bisschen erkunden zu gehen. Aber ich würde sagen, wir setzen den Markt an. Und dann würde ich trotzdem mal gucken gehen, sodass wir dann wissen, was wir hier noch bauen müssen. Wir können mal kurz ein paar Bäume fällen gemeinsam. Ah ja, mir fällt ein, wir sind noch nicht ausgeruht. Nach unserer Brückenbauaktion waren wir doch etwas müde. Dann haben wir noch in unserem Inventar was zu essen. Nein, aber wir haben vier Fleisch dabei. Das können wir kurz selbst verarbeiten. Macht mal kurz Platz, Jungs. Kurz vier Stück herstellen.
Und dann machen wir uns erstmal frisch. Und dann geht's los. Unsere Fische sind auf jeden Fall fleißig hier unten. Und die sind um Längen besser als ich, wenn ich jetzt hier persönlich fischen würde. Das würde kein gutes Ende nehmen fürs Dorf. So. Jetzt gehen wir erstmal kurz in die Nacht. Und dann ein bisschen Holz fällen gemeinsam. Bis wir voll erholt sind. Gut. Auf geht's. Wir haben natürlich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Holz im Lager. In der Zeit, die wir geschlafen haben. Das können wir gleich mal angucken. Ja, prima. Es wäre eigentlich an der Zeit, dass wir hier auch mal auf Stein umstellen, kurz. Und dann wäre es wahrscheinlich clever, mehr Sammelhütten noch zu errichten. Man kann das schon ausdehnen, dass man wirklich alle Ressourcen, zumindest teilweise, vielleicht drei Ressourcen hat, die man organisieren kann mit der Sammlerhütte, vielleicht eine zweite Holzfällerhütte. Dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Aber den Markt können wir auf jeden Fall jetzt ansetzen. Er würde sich hier eigentlich auch ganz gut machen, denke ich. Auf der anderen Seite von diesem Steintor. Zack. Und dann können wir eigentlich erstmal hier ein paar Ranken. Oh, Ranken haben wir eigentlich noch gut im Inventar. Und das Holz können wir aus unserem Lager holen, das ist ja kein Problem. Jetzt so in Dorfnähe fände ich toll, wenn man eigentlich direkt aufs Dorflager Zugriff hätte und jetzt nicht hin und her laufen müsste. Die nutzen wir noch gar nicht. Wir nutzen halt immer noch das Stammeslager. Vielleicht beschränken wir das Stammeslager auf Essen. Den Bambus nehmen wir mit. Die Blätter nehmen wir mit. Das Gras können wir mitnehmen. Und die Ranken. Ah, die wollen ja noch Speere bauen. Dann können wir den auch noch mal ein paar Äste hier lassen. So. Dann brauchen die nur Steine. Nahrung ist eigentlich, trotzdem, dass wir so viele Dorfbewohner haben, scheint das immer noch kein Problem mit der Versorgung zu sein. Das sieht zumindest immer noch gut aus und wir haben die Fische aktuell sehr reduziert. Könnten noch ein paar neue Dorfbewohner dazu holen. Aber wir bauen jetzt erstmal ganz gemütlich. Wenn wir wirklich uns dann auch noch mit Wasser dort versorgen müssen und mit Ranken und so weiter, dann glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass wir hier unser Dorf noch enorm ausbauen. Und dann bekommt das eine ganz andere Dimension, als ich anfangs erwartet hatte. Ich dachte, man baut so ein kleines Dörfchen, aber nein. Wenn wirklich die Versorgung über die Ferne passieren muss, dann muss da noch einiges dazukommen hier bei uns. Das heißt, wir müssen die Ressourcen für den Markt mitnehmen. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, was man alles braucht, aber es ist einiges. Ist das jetzt schon fertig? Nee. Na, das ist ja hier versteckt. Was haben wir hier? Ah, Körbe. Ja, cool. Schön wäre es, wenn die dann auch befüllt werden würden. Können wir mal drauf achten. Ah ja, da kommen dann die Sachen rein, die exportiert und importiert werden müssen. Erstelle Marktplatzbestellung Ranken. Marktplatzbestellung große Blätter. Aber das mache ich dann vermutlich. Aha. Okay.
große Blätter und Ranken. Ich sehe es gerade nicht. Aber jetzt habe ich nicht gesehen, wie viele. 20 oder so. Ich habe gerade gelesen, was wir als nächstes machen dürfen. Ich weiß nicht, habt ihr es auch gesehen? Wir dürfen die Seile von der großen Brücke durchtrennen, damit wir auf die andere Seite kommen. Das wird was. Okay, ich glaube, es waren 20. Wir machen mal 20. Ach, im Lager lassen. Ich bin auch ein Depp. Aber ist eigentlich ganz gut. Wir lassen hier mal 20. Und am Zielort. Ja, da können die erstmal eine Menge hinbringen. Warum nicht? Nein. Ach. Große Blätter. Ja. Zack. Und da brauchen wir natürlich auch Leute, ne? Da haben wir noch keine. Hier gibt es noch kein Ziel. Gut. Nichtsdestotrotz. Wir wollen das jetzt als erstes machen. Der Dorfausbau ist noch enorm, was wir machen müssen. Das sehe ich. Aber wir gehen jetzt erstmal auf die andere Seite. Wir schnappen uns noch mal ein bisschen Wasser, trinken was, nehmen uns ein bisschen Essen mit. Und dann gehen wir erstmal auf die andere Seite und schauen uns an, was uns dort erwartet. Wir haben einen Speer dabei, wir haben ein Messer dabei. Basics können wir dort suchen. Können wir denn den Markt dort lostreten, wenn wir da sind? Das wäre wichtig. Jawohl, das geht. Dann würde ich nämlich sagen, wir gehen da mal rüber und fangen jetzt endlich an mal mit Exploration. Wir haben es uns verdient. Können dem Fluss folgen, dann sind wir, glaube ich, schneller. Ich habe richtig Lust, jetzt die anderen Biome zu erkunden. Da kommen auch neue Ressourcen dazu, habe ich gesehen. Wir stehen jetzt sozusagen vor dem Freischalten der nächsten Produktionsketten für Ton, unter anderem. Und alleine jetzt das Dorf hier auszubauen, macht bestimmt dann noch richtig Laune, dass das gut läuft. Dass die Versorgung steht mit allen Ressourcen, dass die Ressourcen für Messer und für die ganze Grundversorgung, die jetzt da ist. Aktuell mache ich das mit den Ressourcen ja noch manuell, dass ich die umschalte. Ah, sammelt jetzt mal das, sammelt jetzt mal dies. Das sollte eigentlich dann später nicht mehr sein. Vor allen Dingen nicht, wenn wir irgendwo in einem anderen Biom unterwegs sein müssen. Sondern dann möchte ich eigentlich nur sagen, okay, ich brauche jetzt hier große Blätter und dann kommen die angelaufen. Und dann haben wir hier ja einige Handelsrouten vor uns. Also wir gehen jetzt erstmal hier wohl in dieses Biom. Hier sieht es auch so aus, als gäbe es Wasser. Wenn das so ist, gucke ich mir das gleich mal als erstes an, aber vorerst mal schauen wir mal, was auf der anderen Seite ist. Da steht sie, unser Prachtstück. Hat auch einiges an Ressourcen geschluckt, da haben wir geackert. Was haben wir hier geackert? Aber jetzt geht's los. Okay, seid ihr bereit? Ich bin's. Nochmal kurz ein Screenshot für uns als Erinnerung. Und los geht's. Jawohl, da steht sie. Entschuldigung, ich muss den Sound mal ausstellen. Kann man das? Wisst ihr das? Kann man den Sound für Screenshots ausstellen, dass ihr den nicht mithören müsst? Ach, ist das ein feierlicher Moment. Ich fasse es nicht. Los geht's. Kommt mit. Kommt mit auf die andere Seite. Guckt nicht runter. Wenn wir an dieser Stelle gerade sind, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass dieser Lava-Sound so genial klingt. Beim Bau hat mir das schon sehr gefallen.
Aber jetzt. Speer raus, meine Freunde. Nehmt euch in Acht. Wir sind im Sandland. Hallihallo. Jetzt direkt so ein Sandwurm. Vorne raus. Ich mach Witze, Spiel. Bitte nimm's nicht ernst. Ich mach Witze. Kein Sandwurm. Und auch kein Sandsturm. Was haben wir da? Ein Totem? Das sieht künstlich aus. Hier hat jemand was gebaut. Wind haben wir hier auf jeden Fall. Was ist das denn hier? Wir haben sie ja gebaut. Dann nehmen wir das mal mit. Göttlicher Sand, Leute. Göttlicher Sand. Ich meine, wir haben jetzt nicht so viel Energie hier. Vielleicht sollten wir uns unsere Baukraft noch für den Markt aufsparen und für notwendige Materialien. Aber wenn mich jetzt so ein... Wir sind mal vernünftig. Heute mal ausnahmsweise sind wir vernünftig. Und das hier, ist das hier Ton? Nur für später? Das ist doch Ton. Du bist doch ein Tonhaufen, oder? Du bist doch ein Tonhaufen. Jawohl. Haben wir was gelernt. Sand und Ton haben wir schon mal gefunden. Wo wir es doch gerade von den neuen Ressourcen hatten. Okay. Hier gibt es doch ein bisschen Grün. Was habt ihr denn? Ja. Das sind, glaube ich, die... Ein bisschen Nahrung für uns ist auch gut. Göttlicher Weihrauch sind die nächsten Ressourcen für die Freischaltungen. Das nehmen wir natürlich mit hier. Das können wir gleich für den Markt benutzen. Aber wenn ich es richtig sehe, müssen wir jetzt erstmal den Stamm finden, der hier lebt, in den Sandlanden. Finde einen neuen Stamm. Habe ich nicht erwartet. Habe ich nicht erwartet, als ich hier angefangen habe, dieses Spiel zu spielen. Ich habe gedacht, oh, okay, baust du halt deinen einen Stamm auf? Nee. Es ist doch wesentlich komplexer und das gefällt mir sehr. Man tut dem Spiel, ich finde, am Anfang Unrecht. Man tut ihm Unrecht. Und ich finde es super. Ich finde es super, dass man so überrascht wird. Auch optisch, ich meine das ist jetzt mal was ganz anderes vom Biom her. Hab mich natürlich ein bisschen in unsere blauen Strände verliebt. Das ist jetzt anders. Aber das macht nichts. Wir finden uns auch hier zurecht in der Wüste. Und ich habe da auch richtig Bock drauf, das jetzt hier mit euch zu erschließen. Da ist einer. Da haben wir ihn. Unseren neuen Kumpel. Wir wissen ja nicht, ob sie freundlich sind. Hey, bleib mal hier, Kumpel. Halt. Halt. Ah, du gehörst nicht zu uns, Fremdling. Nein. Du kommst aus dem Westen. Niemand kommt aus dem Westen. Ich suche euren Ältesten. Sie möchte nicht gefunden werden. Du solltest nicht hier sein. Niemand sollte das. Es gibt nichts zu essen. Nichts, mit dem man hier bauen kann. Geh fort, Fremder. Geh weg. Hm?
Ich kann nicht. Dann musst du den Jäger überzeugen. Er ist der Einzige, dem die Älteste noch traut. Wie kann ich das tun? Wir haben nichts, das es sich lohnt zu retten. Alle unsere Ressourcen gingen verloren. Die meisten unseres Volkes sind... Es tut mir leid, aber du musst tun, was du für richtig hältst, Fremder. Das bekommt ja einen Drive. Ich find's mega. Habe ich schon erwähnt, dass ich überrascht bin? Ich hoffe, ihr seid's auch. Ich hoffe, ihr seid's auch. Kann man ein bisschen Ressourcen hier rausholen. Das hält uns vielleicht auch am Leben. Vielleicht sind hier... Hallo? Hallo? Kiste? Dich nehmen wir natürlich mit, Hütte. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht... Ich glaube, wir sind da. Ich glaube, dass da vorne ist der Altar im Osten. Im Osten, ne? Diesmal haben wir das hingekriegt mit den Himmelsrichtungen. Ach nee, komm, wir gehen mal hier drauf. Wir gehen hier mal drauf. So ein vertrockneter Baum. Ja, ja, ja. Hallo? Ist es noch nicht, ne? Wir sind noch lange nicht da. Das ist ja ein geiles Bauwerk. Drüben ist noch eine Hütte. Die holen wir uns noch schnell. Bevor wir zu dem Jäger gehen, vielleicht kommt... Das sind doch Bäume. Hier haben wir also ein paar Ressourcen. Da gibt es auch noch weitere Ruinen. Uns wurde gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir uns aufs Jagen vorbereiten. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass wir jetzt hier langsam Knochen, da geht's schon los, mit Gegnern zu tun bekommen. Mhm. Zum Glück haben wir welche gefunden. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Hier haben wir auf jeden Fall Zugang zu Holz. Und so weiter. Dann sollte das mit den Ressourcen doch gehen. Dann sollen die sich mal nicht so verrückt machen. Ich glaube, ihr seid einfach faul. Kann es sein? Hier. Ressourcen überall. Gut, kein Wasser da. Das sehe ich ein, aber... Ihr habt Ton. Ihr habt hier Bäume. Da muss ich erst wiederkommen hier. Und der Bocki. Damit wir hier Ordnung machen können. Einer, ja, die brauchen wir, glaube ich, auch. Wäre gut, wenn wir uns hier auch gleich noch eine Werkbank aufbauen. Und eine Hütte zum Schlafen direkt für uns. Neben dem Marktplatz. Und ich glaube, dann kann es ja losgehen. Dann zeigen wir den Jungs hier mal, wie man ein Dorf aufbaut. Bambus, was beschweren die sich denn? Große Blätter gibt es nicht, das sehe ich ein. Hallo, Herr Jäger. Wer bist du, Fremdling? Ich bringe eine Nachricht aus dem Westen. Wir haben deinen Ältesten lange vergessen. Warum sollten wir auf dich hören? Ihr habt George vergessen? Leute, was ist mit eurem Ältesten? Sie sucht die Einsamkeit. Die Älteste wird nicht mit dir sprechen. Sie hat keinen Grund dazu. Ich würde dir raten, diese Lande zu verlassen. Das ist kein Thema, das machen wir nicht. Wir führen euch hier auf den rechten Weg, ihr werdet schon sehen. Ja, wie? Marktplatz. Sollen wir jetzt hier unser Dorf bauen? Ich würde mal... Also, ich finde es ja eigentlich... Der Sandsturm ist ein bisschen irritierend. Ich würde mal gucken, dass wir ein bisschen näher an diesen Altar rankommen und dort dann das Dorf beginnen. Im Wesentlichen mit zwei Hütten. Unserer Hütte und dem Markt. Komm, wir gucken uns erstmal den Altar an. Den
da vorne. Ihr habt wirklich nichts zu lachen hier, ne? Hier ist euer Altar, der ist ein bisschen kahl. Aber Jungs, das kriegen wir doch hin. Gucken wir mal kurz, was man hier bei euch lernen kann. Interessiert mich sowieso. Huch. Das war klickt. Östlicher Altar. Knochentalismane und göttlicher Weihrauch. Haben wir schon einen. Können wir den schon mal freischalten. Und dann geht es hier nämlich mit Jägerhütte weiter. Das heißt, dann können wir auch die Jungs hier im Osten mit Nahrung versorgen. Und dann kommen hier die ersten größeren Dinge dazu, ne? Mittelgroße Schlafhütte. Okay. Ich finde, wir fangen jetzt an. Wir bauen jetzt hier den Markt. Das ist ja offensichtlich das Dorf gewesen. Dann können wir eigentlich auch hier... Hier ist der Eingang. Wie sieht es aus? Moment. Hier ist der Eingang, da ist der Altar. Zwei Schritte vor. Dann wird jetzt hier der Markt hingebaut. Zack, wir beleben einfach das Dorf wieder. Ich habe da... Den zeigen wir es jetzt hier, wie es geht. Na? Markt dran. Hoffentlich kriegen wir den fertig und dann noch unsere Hütte hier gleich rein. In die Nähe vom Wald, also ich kann ja hier nicht. Ich verkrafte das sonst nicht hier so ganz ohne Grün. So. Das haben wir alles genug mit. Wir hatten auch noch gut gefarmt für die Brücke. Das zahlt sich jetzt aus. War's das schon? Ja, ja, hier, guck ruhig hin. Wir bauen jetzt hier dein neues Dorf. Mich interessiert dann, ob dann die Dorfbewohner als Gesamtheit zählen. Jetzt finden wir wieder nicht diesen einen Baupunkt. Wo ist der denn? Ich ziel mal einfach drauf. Da. Ja, das war's schon. Da haben wir das nämlich geschafft. Dann steht der Markt, Leute. Das Dorf ist erschlossen. Und ich baue mir jetzt hier noch kurz eine Werkstatt. Mir ganz persönlich. Gerne hier zwischen diese... Ja. Zwischen diese Pfeiler, das fände ich irgendwie nett. Zack. Und dann haben wir doch einiges geschafft jetzt hier in dieser Folge. Das ist doch mehr, als ich jetzt erwartet hatte von unserer Erkundungstour. Es war nicht nur ein kurz mal rübergehen. Das haben wir gut gemacht hier. So, ein bisschen Bambus haben wir zum Glück noch mitgebracht aus unserem Dorf. Das können wir uns auch gleich schicken lassen hier. Toll. Gelbes Gras haben wir noch genug. Und wir haben dann hier auch gleich eine Lagerkiste. Wir haben nämlich so viel Kram. Hier. Das ist doch toll. Werkbank. Bett. Schwuppdiwupp. Und jetzt geht auch die Sonne. Nee, es wird Nacht. Naja. In Ordnung, oder? Das ist doch in Ordnung. Ich würde sagen, wir sprechen noch mit dem Jäger. Bin sehr happy, wie es jetzt auch rausgekommen ist hier. Der Markt passt auch. Hinten ist der Altar. Hier entsteht unser neues Dorf. Wir werden denen schon zeigen, wie man hier florierende Städte aufbaut. Wir sprechen jetzt kurz mit dem. Wir brauchen neue Messer. Und theoretisch können wir auch bei Holz ein bisschen reduzieren und dafür einen Sammler mehr machen. Nahrung läuft trotzdem, sehe ich.
Aha, die haben auch keine Äxte mehr. Ist jetzt nicht dringend notwendig, aber wichtig für später. Wir brauchen einfach auch mehr Dorfbewohner dort. Ich nehme auch an, dass das dann insgesamt zählt, ne? Also auch wenn wir jetzt hier weiter das Dorf aufbauen, brauchen wir auch hier Leute. Bin gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ob es da jetzt neue Boni-Schreine gibt, ob man quasi ein komplett neues Dorf als Management-Option bekommt oder ob das ein Dorf bleibt und sich nur erweitert auf die nächste Karte. Ich habe noch nie so eins gejagt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Komm mal her. Ich hab's erwischt. Leute, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Wir haben eins. Wir haben eins. Fleisch und Knochen und Leder. Ich fass es nicht. Hätte ich es nicht aufgenommen, würde ich es mir selber nicht glauben. Auf zum Jäger. Letztes Gespräch für heute. Komm her. Was ist das für ein Ding, das du da gebaut hast, Fremdling? Eine Handelsquelle. Wir haben nichts zum Handeln. Unsere Älteste hat sich vor der Welt versteckt. Sie spricht kein Wort mehr mit uns. Aber ich glaube, mit dir würde sie sprechen. Großartig. Das wollten wir doch. Wo kann ich sie finden? Reise zum Meer. Sie wartet dort auf den Hungertod. Ich hoffe, du kannst sie davon überzeugen, ihre selbst auferlegte Strafe zu erlassen. Mögen die Götter dich leiten, Fremder. Was für großartige Worte von ihm. Voller neuer Auftrag. Wir haben einiges zu tun. Wir wissen, wir müssen unser Dorf weiter ausbauen, damit wir die Waren, die wir brauchen, hier bekommen. Super. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. War eine super Runde. Ich bin auch mega hyped für die nächste Folge. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald. Ciao.